So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 4 Multiplayer. Wir denken mal, wir zeigen mal was anderes als Dragon's Teeth und Spind. Und deswegen befinden wir uns auf Lansingdam Vorherrschaft. Ich bin mal gespannt, was es wird. Ich weiß es noch nicht genau, aber man kann es ja nie wissen. Ne? Ich denke mal, wir sind schon in einem Team. Ja, der Tor ist schon mal bei mir. Dabei ist. Ja, dabei ist der mal wieder die alte Gamer Panthers Crew hier. Das ist der Kevin und der Tore. Oh ja. 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 Muss sein, ne? Muss sein, ne? Auch mal mit den alten hier Säcken mal auch mal wieder aufnehmen. Ich hab schon direkt gesagt, hey. Ja. Hey. Was denn? Hä, was ist? Bei Battlefield da drauf von 1 bis 99. Ja. Ich bin doch schon 100, was mache ich denn jetzt? Toll. Na, die Map muss erstmal laden bei mir. Ja. Okay, okay. Hier ist safe. Den ersten weggesnackt hier. Ja, ich bin Sky Age. Ich finde eine, ich habe im Moment so ein Problem mit Sturmgewehren. Ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich spielen soll. Bulldog war mir ein bisschen zu noobie noob noob. Noobie ist sie nicht, aber die nerven halt. Ah, die ist ein bisschen OP. Ja, gut, dann habe ich gesagt, dann greife ich zur nächsten OP-Waffe und spiele die Sky Age. Also, ich finde, seit ich damit Aim kam, war ich dir relativ ungewohnt. Irgendwie so geht die schon ganz schön ab. Schon ganz OP. Natürlich ist die OP. Ich sag aber nur, Sky Age ist nicht weniger OP. Die ist aber einfach nur ein bisschen schwerer zu spielen, weil sie halt eine ziemlich lowe Feuerrate hat. Und somit auch im Nahkampf für Situationen bist du halt eigentlich immer ein Nachteil. Markus, was für ein Laufpart hast du auf die Bulldog gepackt? Bulldog, muss ich gleich nachgucken. Ja. Yeah. Ich sterbe. Alter, sind die dumm, ne? Und komm mal nach Charlie, mal bitte. Rein. Und Griffin, nochmal sagen. Meinst du? Das meine ich. Also unfähiger als die Gegner geht ja gerade gar nicht. Also das waren ja weiß voll nicht. Die Deppen. Ja gut. Was für Gegner von uns haben, hab noch keine Ahnung. So, jetzt kann ich mal gucken, Kevin. Ja, die sind alle bei mir gewesen, die haben doch gar keine Kills. Sag mir mal deine Bulldog auf. So, Bulldog, warte mal, da hat sie ja schon so ein paar, gute, so, Bulldog da. Also, Bulldog spielst du mit Mündungsfeuerdämpfer und angewinkelten Griff. Und Taps. Mündungsfeuerdämpfer? Taps bis zum Abwinken. Ja, das mach ich sowieso, ja. Angewinkelter Griff. Jetzt hab ich die Zubehör. Gespielt, jetzt spiel ich die Bulldog und, hier. Scheiße. Und Zubehör und Laser, ne? Ja, Laser. Grüner. Ja klar, immer gut. Grün, oh, immer grün Laser, Alter. Ich liebe grün. Grün ist geil. Na, kann nix. Na, kann sehr viel. Kann recht viel. Ich mag grün. Außerdem ist grüner Laser, glaube ich, bei der Bundeswehr immer. Was ist das denn hier? Wieso, ja, wieso nimmt die da nichts ein? Weil die ranzig sind und... Die sind bei Asen sind bei A. Ja, ich komm auch. Oh Gott, bei Asen ganz viele. Keller? Der Tyrannosaurus war klar, dass der mir auf den Sack gehen wird, ne? Ich wusste schon vorher. Warte, ich hab den eben hart umgenoggert. Jetzt hat er down, aber trotzdem. 127, oh, dankeschön. Ja. Ich spiel jetzt im Squad. Squad-Mitglieder werden wiederbelebt. Bin ich auf dem Dach? Weiß ich nicht. Oder unten? Man kann ja aufs Dach gehen, ne? Also, das finde ich recht cool bei der Map, dass man hier so drei Ebenen hat. Das ist natürlich für die Minimap ein bisschen kompliziert. Ey, jetzt macht er wieder auf, die scheiß Tür. Charlie? Ja, muss mal. Kann man. Oh, jetzt der eine Typ markiert wieder nix. Ja, lass mal einen eigenen Squad machen. Ich mach, geh mal kurz einen Squad ich auf. Wechsel ich mal. Charlie. Ich bin doch gerade erst bei Charlie. Ja, ich bin schon da. Einen hab ich. So haben wir eben einen schon mal eine Aufnahme gemacht, die ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Ich weiß nicht im Nachhinein, ob ich die hätte deleten sollen, aber ich war einfach so im Rage-Mode, da muss ich die einfach wegkloppen. Also, das war Vorherrschaft auf. Ne, TDM war das, ne? TDM auf versunkene Inseln, irgendwas. Ja, genau. Also, ja, Dragon's genau Steve. Nicht Dragon's Steve. Naval Strike machen. Naval Strike, ja, super. Ja, was die Gegner hier machen, das weiß ich gerade nicht. Also, aktiv sind sie auf jeden Fall nicht. Bei haben wir Gegner? A ist voll. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Haben wir überhaupt welche? Ja, anscheinend. Oh, Tür, diese Türen, ne? Die sind so minderwertig. Komm mal mit zur A, bitte. Ja, ich komm da. Ja, ich bin tot. Kevin. Ich hab Headshot Bulldog bekommen. Kevin. Aimen musst du. Jetzt muss ich gucken, ob wir eben. Wir haben eben schon wichtige Themen angesprochen. Ich weiß es nicht. Ja, irgendwas hat dich doch da gesagt, von wegen. Hast du eigentlich immer mal wieder erwähnt, so viel auf die neuen Abonnenten, von die durch Toxien uns gestoßen sind, dass wir eigentlich auch ein Platoon haben? Ja, Platoon haben wir auf jeden Fall, Leute. Da könnt ihr auch gerne nachjoinen. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder und was viele im Moment noch nicht nutzen. Link in der Kanalinfo. Ja, Link in der Kanalinfo habe ich jetzt auch mal reingemacht und auch in der Beschreibung. Genau wie die Steam-Gruppe, die auch da. Ja, Steam-Gruppe ist unnötig, aber ich meine. Ja, Steam-Gruppe ist geil. Ja, ja, die ist nur geil. Die ist nur geil. Kommt ihr mal in den Squad? Kevin ist schon wieder fast voll, ne? Ich bin immer voll. Nee, du solltest in meinen Squad kommen. Achso, okay. Dann könnte ich mal. Ist voll.
Boah, Kevin, du bist so ein Lappen, ne? Der schmeißt jemand raus. Der ist ja, ich schmeiß voll. Den. Der Vaginas ist recht cool, glaube ich. Den Isolator mit den raus haben, den ja. Mache ich nicht. Ja. Okay. Das ist auch der schlechteste. So, bist drin, ne? Sehr gut. Oh ja. Ja. Die Map hat hier nur einige Nachteile, man kann ziemlich schön spawn rappen. Da hinten spawnen sie. Wenn man die am Spawn auch kriegt. Ich weiß nicht gerade, wo sie hängen. Ja, auf jeden Fall. 1% noch. Deine Oma. Auf jeden Fall. Ach ja, nochmal kurz zum Platoon zu sagen. Wir haben heute jetzt eine kleine Aufnahmesession. Wenn wir sowas vielleicht nochmal machen, können wir es vielleicht da reinposten. Dann könnt ihr sogar vielleicht mitspielen. Ist das nicht was? Das haben wir heute das erste Mal gemacht, das mal reinzuposten. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitzocken. Für die ganz harten, ihr könnt mal sogar auf den TS, wenn ihr wollt. Also da sind noch viele Möglichkeiten offen, nutzen wenige. Ich weiß nicht, ob ihr keinen Bock habt, aber wenn ihr Lust habt, auf jeden Fall, schreibt uns an, habt da keine Angst. Keine Angst. Wir sind noch kleiner, wir gehen auf jeden Fall noch auf. Auf dem TS nur die mit der ganz dicken Kochon ist, ja, hier kriegt man einen Schaden, wenn man sich hier hinstellt. Eine Voraussetzung ist immer so, gutes Headset, das ist immer ganz wichtig. Ja, ein Headset auf jeden Fall solltet ihr haben und Hier ist ja jemand wieder mit so einem hier, mit so einer Webcam da, das ist ne, das war ein bisschen schlimm. Also so ein bisschen so grob, also es muss nicht super sein, muss nicht top sein, so wie wir haben hier. Wir haben schon recht vielleicht gutes. Das Gute ist, dass unsere Community noch... Achso, ein Headset, das man versteht und vielleicht mal im Stimmbruch gewesen, also annähernd wenigstens. Ja. Dann wäre schon mal ein Vorteil. Also das was Gute, ihr auch nach außen zeigen wollt, ne? Das ist, wie gesagt, also... Das Spiel ist auch relativ laut, ey. Boah. Ansonsten, wir nehmen mal ein paar so auf, denke ich mal. Wir gucken, wie viele, weil ab 3, so über 3 oder 4... da wird schon kritisch. Da müssen wir mal gucken, dass sie dann nicht so viel sagen, aber ich denke mal, das ist eh bei den meisten nicht so. Außer gut, ist ja, wir haben ja so eine, unsere Community ist ja noch recht übersichtlich, da können wir auch fast auf jeden Einzelnen noch eingehen. Ja, das ist halt das Geile, ne? Das ist das Coole für euch. Wenn ihr so großen YouTuber mal, denke ich mal, mitspielen wollt, ist es immer relativ Fabian! Schwer. Oh Fabian! Bitte, bitte, ich möchte so gerne mit dir mitspielen, ich bin dein größter Fanboy! Wieso habe ich eigentlich 1:1:4? Kann mir das jemand sagen? Ja, eigentlich falsch. Und wieso? Ja, ich bin eben gespawnt, eigentlich von dem Spieler wurde ich von der Gold Magnum weggesniped. Wieso spiel ich immer noch mit der Bulldog? Das ist die Frage gerade. Wieso rein ich mit der Bulldog? Meiner. Das ist die Angefrage. Alter, so, Mann, verreckt ey, erstmal. Das gibt's nicht. Boah. Die Diegel! Oh Gott. Ja, die versagt manchmal auch, obwohl sie OP ist. Aber ja, aber trotzdem, gerade hat sie mir mit Lowlife einen Kill gerettet. Das ist schon mal geil. LOL! Alter, ich bin gespawnt und hat auch den Finger am Mund. 13-2, Alter. Ja, der Vaginas hier, das ist ein Clan. Natürlich sehr intellektuell hochwertig, was die sich da wieder genannt haben. Aber ist auf jeden Fall ein Clan und die spielen auch, ich glaube, die haben sogar einen Server. Ne, ich weiß es gar nicht. Ist locker also Server. Shotgun ist verboten, nochmal kurz an der Rande erwähnt, ne? Da habe ich jemanden mit einem Shotgun getötet, der ist gekillt worden. Okay, ja, Shotgun ist verboten, das ist auch gut so. Also, falls wieder outraged Markus, dann. Ja, wie eben auf der Runde, wo ich mit Shotgun verkackt habe, naja, wollen wir nicht erwähnen. Lass mal lieber bleiben. Also, Runden, wo ich negativ bin, da habe ich immer so den zuckenden Finger auf der Delete-Taste. Aber das ist eben, ist mir leider ausgerutscht, der Finger. Somit haben wir schon eine Folge vergeigt, aber. Nein. Mal irgendwo hat sich auch keine Lust mehr anzugucken, also irgendwo lohnt sich dann noch nicht mehr, ne? Wie sie alle nur Flash spielen. Ja, das ist unglaublich, ne? Hier ist doch Ergo erlaubt, Mann, was haben die denn? Oder ist nicht erlaubt, frag mich nicht. Doch ist erlaubt. Nein, ich glaube nicht. Boah, 3 Siege, das kann nicht wahr sein. Ich werde weggesniped oder vom Spawn geholt. No Shotgun, okay. Achso, M62. Lol. Alter, was geht denn jetzt ab? Bei B kriegen wir voll auf die Fresse von den Leuten. Ja, ich auch eben. Der Bart läuft nicht. Doch. Der Anfang ging gut, aber. Ey, jetzt geht doch mal weg hier. Ja, Leute, ach stimmt, das habe ich eben gesagt. Ja, ich habe noch überlegt, bei vielen Leuten hier zum Beispiel so random, mit denen ich spiele, es ist ja ab und zu muss man das ja leider, Mann, ne? Sehe ich noch so auf Infanterie-Maps so grundlegende Fehler oder so grundlegende Sachen, die eigentlich recht einfach sind. Das sind Standardsachen, aber die anscheinend viele noch nicht wissen, also nicht so nicht weißen. Bewusst ist. Weißen vor allem. Ja. So, die eigentlich aber das Teamplay, ich spiele auch, muss ich jetzt sagen, seit fast, also 550 Stunden habe ich jetzt schon im Battlefield, denke ich mal. Und ich spiele auch die meiste Zeit auch mit Leuten, die auch in der ESL spielen mit. Und also falls ihr da mal ein Video haben wollt, zum Beispiel wie die Lauftaktiken sind, falls ihr das nicht braucht, sagt, habe ich keinen Bock drauf, dann schreibt das ruhig. Und wenn ihr da mal Lust zu hättet, dann mache ich gerne mal eins. So wirklich so 10 Punkte oder 10, so 10, 15, 20 Punkte. Sagen wir mal 10 Punkte. 3-8. Die so eigentlich wichtig sind und die man auf jeder Map eigentlich beachten kann, wo man durch auch, denke ich mal, besser wird und das Teamplay auf jeden Fall verbessert wird.
Wenn ich das mal machen soll im Video, schreib das gerne rein. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn ihr Hanfbauer! Dann, ja. Ja, ich drive dich doch. Hanf? Ach, den hab ich weggemacht, den Jungen. Leck mir danach! Ey, was ist das für ein Kollege, ey? Also ich finde, die Bulldog ist eine richtig kranke Waffe. Guckt euch das mal an, Alter. Guckt euch das mal an. Da musst du quasi selber fast gar nicht mehr spielen. Die macht das eigentlich alleine. Ich glaube, ich würde gerade nicht mehr mit der M4 Kill machen, mal ganz im Ernst, ey. Wie kann man sich Hanfbauer nennen? Ohne Scheiß. Ja, da ist einer richtig cool, Tore. Ja, das ist ein... Mofucker, Alter. Das ist, der Lord of the Weed, sag ich, oder? Oh ja. Ja, richtig, ja, wahrscheinlich. Jetzt war bestimmt 10 Hektar Hanfplantage im Keller. Und wir verschenken sie mal von seiner Mama. Oder der hat um seine PS3, wo er mal COD drauf spielt, hä? Unterm Bett, Marus. Zieht da mal mit so einem Rollschublade immer die Hanfpflanzen da raus und dann immer so. Mehr. Der raucht bestimmt die ganzen Blätter. So. Deswegen ist er auch so wuschelig im Kopf. Achselhaare. Ja. So ein Axel-Hair Smoker. Oh Gott. Ja, Markus geht sogar so weit, dass er die vom S abshaved, ey. Was? Schön die Arschhaare am Kiffen. Ja, oh ja. Die haben ein richtiges Flavor, Junge. Ja. Die tasten richtig well. Oh Gott. Oh. Leute, Bulldog penetriert. Ich erfahr's gerade nochmal. Ich hab als eigentlich wollte ich die Scar Edge zeigen, aber die Bulldog scheint gerade doch noch zu funktionieren. Mach den weg. Geht doch. Boah, wieso. Nee. Nein. Wieso nee? Das. Wieso? Top 10. Kevin, nicht schlafen. Kevin, oh Gott, da kommt ein Gegner. Du sollst deine Waffenart benutzen. Kevin, nicht sterben. Alter, läuft das hart. Alter. Boah, ich kann nicht. War gerade eine richtige Premium-Runde. Da habt ihr mal was Gutes erwischt. Läuft gerade. Ich bin gerade gut eingespielt. Und die Gegner gehen auch zurück. Oh, ich wurde sogar wieder belebt. Ich liebe ja, euch. Ja, von mir. Von wem sonst? Tore, ich liebe dich. Ja, danke schön. Ich dich auch. Boah, da kommen so viele, ne? Lass mal B hier. Oh, oh, dreimal Hilfe bei Kill 80, Junge. Da kommen noch mehr. Oh, der flog schon der Rocket Launcher. What? Los! Was? Alter, wo kommt der denn her? Oh Gott. Aber hier können die Gegner nicht. Auf dem Dach? Ich bin gespannt. Ja, die sind echt gechillt. Oh Gott. Ja, außer die der Kacke. Warmix Redding da. Alle Spinngegner von heute waren besser als die. Dore, machst du weg? Ja, ich versuch's, da sind zu viele. Oh, einer. Wie viele waren denn da? Ist tot? Ah, schade. Ja, naja, egal. Haben wir eh gewonnen jetzt. So. Ja, wir haben die Runde noch ein bisschen gerettet. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Aber ganz, ganz kleines bisschen. Dafür, dass ich vielleicht einen Sieg hatte oder so. So. Warst du minderwertig, komm, haben Kevin? Wir gewonnen jetzt, leck im Arsch. Was? Warst du minderwertig kurzzeitig? Ja, von 1,7 auf 8,10, das kann man noch mit leben. Oh. Ja. Kacke. 31,6. Also ein bisschen besser als eine 5er-Quote. Ja, es doch, läuft doch, Leute. Ich würde sagen, das ist so, auch eine das kurze war's Runde. Mit der Folge. Nächste Folge ist ja übrigens. Danke fürs Zuschauen. Was hast du denn? Ich glaube, wir spielen. Sag mal. Ja, ich nehme uns ja kurz diese Scheiße hier noch. Nee, komm, überspringen wir mal. Was hast du denn, Kevin? 8,10. Oh. Ja. Aber von 1,7, ja? Von 1,7. Okay, seid ihr auch noch wieder, Kevin? Wollt ihr so Mach spielen wie der Tore? Was denn? Dann heute guckt euch unser Video an, ne? Nee, oh, das war böse. BTF einfach nur, ey. Der Tore hat schon gesagt, er ist schon am Aber Ende. Aber man kann mal sagen, lieber unsere Videos gucken, als irgendwelche RTL-Produktionen gucken, ja? Ah, ist echt so, Leute. Aber da wäre ich hier verblödeter nur halb, bei RTL verblödeter ganz. Die töten sogar genau. Die ganzen aktiv ab. Ey. Ja. Was ich weiß gar nicht, es hört sich von niveaulos an, aber dieses Himmel und Hölle, was jetzt gerade in dieser Sekunde auf Pro7 läuft. Echt? Weißt du, was ist aber. Ne? Ja, Laurin hat gerade geschrieben, eine wahre Frage zu Breaking Bad, deswegen. Laurin, so. Naja, gut. Ja, Leute, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, was wir machen. Wir wissen noch nicht. Oh ja. Haut da rein, bis dann. Ne? Schreibt in die Kommentare, ob ihr das Video wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.